Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück. So, wir sind immer noch im Stall zugange. Ich würde sagen, wir schauen mal, dass wir fix jetzt hier die Boxen fertig kriegen, dass wir einfach auch raus können und was anderes sehen, was anderes machen. Ein bisschen Getreide müssen wir noch besorgen dann. Da schauen wir dann auch nochmal. Also es sollte eigentlich, wir sind ja gar nicht so weit weg davon, es müsste irgendwo tatsächlich fast direkt unter uns sein. Ne? Also wenn man bedenkt, so Kellertreppe runter, okay, vielleicht doch ein Stückchen weiter weg, aber relativ in unserer Richtung. Deswegen sollte hoffentlich das Getreide dann auch wachsen. Okay, so. Wie machen wir jetzt hier weiter? Jetzt muss ich mal eben schnell schauen, wie geht es denn jetzt hier weiter? Das ist jetzt die Seite. So, dann haben wir hier auf jeden Fall zu viel Erde. Das muss weg. So. Okay. Nee, da kommt wieder Dings rein. Und da auch. Und hier kommt dann Holz rein. Genau. Und hier unten dann eben auch das Holz. Okay. Ja, das passt so. So. Ja, wie gesagt, das machen wir. Das machen wir gleich im Anschluss, die Paddocks da. Müssen wir jetzt nicht unbedingt dran. Das hatte ich von bis, ne? Also tatsächlich, ja, genau, von Anfang bis Ende. Vier waren das. Okay. Ich will mal eben kurz das hier wegnehmen. Genau. So. Das haben wir weg. Jetzt muss ich mal eben schnell schauen. Genau, das war die Box hier. Hier kommt das Ding hin und da kommt das hin. Das können wir so lassen. Aber hier nehmen wir noch die Stufen raus und da kommen dann volle Blöcke rein. So. Oh, überleg, überleg. Das ist immer ganz schwierig, das immer wieder alles hundertprozentig hinzukriegen. Aber ich glaube, das war richtig so. Naja. Wo man vielleicht hätte hier unten das so machen können, wäre es zumindest so ein bisschen offen, ne? Aber es sieht nicht so gut aus, finde ich. Ne, da gefällt mir das so besser, wenn es zu ist. Na gut, machen wir zu. Zack, wieder zu. Okay, das. Genau. So, und hier oben. Und hier war ja genau das gleiche. Vom Prinzip her. Oh, keine Stufen mehr. Habe ich die Werkbank noch stehen? Ja. So. So, und die nächste Box fertig. Naja, fast fertig. Wassereimer wieder. Ja. Oder? Doch, sieht alles gut aus. Und dann machen wir jetzt die nächste. Die wird etwas breiter. Wobei, nicht wirklich, oder? Doch, wird etwas breiter. Also das Haus jetzt versetzen, das machen wir nicht. Das lassen wir sein. Weil das wird jetzt dann zu viel. Weil da jetzt noch die Wand wegnehmen und eins reinversetzen oder so. Ich glaube, das lassen wir. So, hier war die volle Wand, genau. Dann kommt jetzt hier wieder Dings rein, zwei. Und hier wären es dann ja zwei, ne? Und dann hätten wir hier ein Ding frei. Oh, ich habe eine Idee. Okay, kriegen wir umgesetzt. Also das kriegen wir hin, kein Problem. Ich habe eine Idee. Wir das Ganze hier so ein bisschen nutzen an dem Platz. Warte mal, ist das richtig? Ich denke, das fühlt sich so falsch an hier.
Ich mach das mal weg, vielleicht liegt das daran. So. Das im Boden. So. Ach so, haben wir das in der Box eigentlich auch gemacht? Ja, haben wir. Okay. So, da muss zu und zu. Halt mal. So war es richtig, genau. Hier muss auch noch Dings hin. Jetzt bin ich verrutscht, ne? Ich bin um eins verrutscht. Saukram. Na, dann ist ja doch nicht so viel Platz. Da bin ich verrutscht. Okay, das macht aber auch nichts. Das ist dann auch okay. Eigentlich hätten wir das natürlich jetzt an eine volle Wand machen können. Da bräuchten wir jetzt ja eigentlich das Doppelte gar nicht. Ne, hier können wir jetzt eine volle Wand draus machen. Ja, das finde ich auch gut, weil die brauchen wir dann die volle Wand. So. Achso, ist jetzt nur die Frage, machen wir die bis ganz nach oben oder nicht? Sieht dann ja sonst am Ende auch irgendwie doof aus, ne? So, das so richtig? Fühlt sich alles irgendwie komisch an. So, und das noch verbinden. Dann brauchen wir aber noch mal Mauern. Ein paar brauchen wir noch. So, und das Ganze dann so. Das sieht wirklich, wirklich doof aus. Vielleicht machen wir das dann doch so, dass wir hier und da die Halbstufen hinpacken. So. Plus Mauer. Plus den da unten noch tauschen. Nerk, aber doch noch. So. Ich glaube, dann sieht das nicht ganz so blöd aus, ne? Wenn das jetzt da so doppelt ist. Ich hatte mir überlegt gehabt, hier von außen. Naja, das geht dann natürlich jetzt nicht mehr so richtig. Ja, oder drei. Drei breit geht doch. Das ist gut. So eine kleine Futternische zu machen. Ich denke, das kann man so ganz gut nehmen. Machen wir so. Okay, Boxen sind fertig, bis auf das Stroh. Das holen wir dann gleich mal. Und die Paddocks machen wir natürlich neu. Das können wir lassen. Gerade mal gucken, wie das ist, wenn wir die einfach ein wenig versetzen, dann können wir die nämlich alle schön so lassen. Aber das muss dahin. Das war falsch. Das dahin. Und hier müsste dann hier Schluss sein. Okay. Ich glaube, so kann man das dann nehmen. Na, na, na. Ja. Okay. Dieses Äußere können wir lassen. Hab ich denn meine Schaufel? Ja, die können wir doch jetzt mal benutzen. So, Stein. Dann die Mauer. Hier muss das wieder weg. Okay.
gut. Hier. Genau. Und hier müssen wir das Ganze noch einreihen. Und dann haben wir das auch schon geschafft. Und dann ist der Stall eigentlich fast fertig, ne? Bis aufs Getreide. Das fehlt uns noch. Da gehen wir jetzt gleich nach gucken. Und dann könnten wir ja vielleicht auch schon ein paar Pferde mitnehmen. So, fertig. Sehr schön. Okay, das haben wir. Hier müssen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen Terraforming machen, damit wir eine größere Weidefläche kriegen. Und das hier soll noch weg. Das Stück hier soll noch weg. Und dann machen wir hier einfach so ein bisschen Smoothen. Das Loch ist ja aufgefüllt. Okay, aber das später. Wir müssen erst die Schaufel auch reparieren. Hatte ich eigentlich das Dach fertig? Nee, ne? Das hatte ich auch nicht fertig. Da hat mir irgendwas gefehlt. Und ich glaube, es waren Schwarzeichenstufen, ne? Ja. Gut, das machen wir noch eben. Und dann gehen wir rüber. Wo die Eimer... Habe ich überall Eimer reingestellt? Im letzten wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Ach, da fehlt auch noch die Mauer. So, jetzt ist aber fertig. Gut. Da muss ja noch der Stein rein, ne? Die Pferde haben wir auch noch überhaupt nicht katalogisiert bei uns, ne? Im Gehege. Da gucken wir mal. Ob wir das noch machen oder ob wir das erstmal lassen und nur für hier neu züchten und eben, ja, die Katalogisierung schon machen. Ich würde hier ganz gerne mit einer Viererbreite ankommen. Ja. Würde ich einfach hier geradeaus weitergehen. Bis auf die Viererbreite. Genau. So. Und dann können wir nämlich hier schon den Weg fertig machen. Und dann können wir nochmal schauen, ob wir hier Hecke oder so hinmachen. So, okay. Das muss natürlich auch noch alles weg. Dann, ach, das Dach. Mensch. Ist ja wieder typisch. Wieder woanders angefangen und das vergessen, was man noch machen wollte. So, Dach ist fertig. Dann nehmen wir hier das alles mit. Okay, Inventar ist sowieso mehr wie voll. Gut, dann schauen wir mal eben, dass wir das Inventar ein bisschen leer machen und Getreide besorgen. So. Gut. Erstmal alles weg. Wir können dann gleich nochmal schauen, was wir so brauchen. Also Fichtennadeln würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Die Wassereimer natürlich auch. Ich weiß noch nicht, was ich an Futter machen möchte. Also so Kisten würden mir gefallen. Können ja mal kurz in die Mod hier reingucken. Es gab da übrigens ein Update, das ich gemacht habe. Und jetzt haben wir hier Schlagzeuge und im Bad gibt es moderne Sachen. Es gibt Urinale. Also ich war ganz happy, als ich das gesehen habe. Schlafzimmer hat sich nichts getan. Hier war früher ja der Animal Tab. Da gibt es jetzt den Knochen, gibt es noch, aber es gibt eben auch
eine Barriere, ein Hütchen, eine Schranke. Die funktioniert leider nicht. Also die ist tatsächlich auch wieder nur Deko. Die geht leider nicht hoch, sonst wäre das natürlich eine tolle Sache gewesen, unsere Schranke zu ersetzen. Aber in dem Fall bleibt natürlich die alte. Dann haben wir hier Mülltonnen und Vasen. Die sind wirklich toll. Die Vasen gefallen mir sehr gut. Verlies hat sich, glaube ich, auch nichts getan. Gibt es da was Neues? Mir fällt es jetzt auf den ersten Blick nicht auf. Ich glaube nicht wirklich. Nö, ich glaube, das war schon alles weitestgehend da. Ist vielleicht ein bisschen umsortiert, aber es war, glaube ich, alles da. Dann haben wir hier unter Zäune haben wir jetzt einen Haufen Türen. Also wirklich jede Farbe, ne, die wir uns wünschen können, haben wir jetzt als Türen. Und ja, immer links und rechts ausgelegt. Also es geht immer in Doppeltüren auch. Und total cool. Also wirklich richtig toll. Essen gab es, glaube ich, nur die Cognac-Flasche dazu. Mehr ist mir hier nicht aufgefallen. Abhängender Fisch, nee, haben wir. Bananasplit war auch schon da. Ja, das war also alles da. Den Karottenhaufen könnte man gleich eventuell in Erwägung ziehen für die Pferde. Unter Feste gab es, glaube ich, auch nichts Neues. Auch alles beim Alten. Ist ja auch momentan gar kein Fest. Dann Küche ist auch ein bisschen der Tab umsortiert worden, weil hier eben jetzt die Teller und so mit drin sind. Aber auch hier ist mir nichts weiteres Neues aufgefallen, bis auf die, ja, Cupboard, Tee, nein, Tassenschrank heißt das, ja. Ja, die gibt es jetzt auch in vielen Farben und es gibt Barhocker in verschiedenen Farben. Das finde ich eigentlich auch ganz nett. Dann Beleuchtung. Es gibt einige neue Lampen. Das sind ja so die alten, die Lavalampen und hier unsere Straßenlaternen. Dann gibt es hier neue Tischlampen, Schreibtischlampen. Das ist eine Deckenlampe, das ist auch eine Deckenlampe. Also es gibt da schon einiges Neues, also haben wir einiges an neuer Auswahl. Wohnzimmer-Tab, hat sich was geändert? Oh, ich weiß es nicht. Ja, hier, genau, Kamin. Ach, genau. Oh, total cool. Das gibt jetzt Kamin, Zeugs. Einen Schirmständer, total cool. Neue Stühle, das finde ich auch klasse. Neue Stühle kann man wirklich gut gebrauchen, also in vielen Farben, ne? Es gibt Kaffeetische. Es gibt Kaffeetische. Ich meine, vor, ich weiß nicht, 15 oder 5 oder 10 oder ich weiß nicht, wie viel Parts, noch verzweifelt nach einem Kaffeetisch gesucht. Jetzt gibt es Kaffeetische. Also wir könnten unseren theoretisch austauschen. Ja, man kann da nichts drauf platzieren. Ich glaube, deswegen lassen wir den anderen. Und hier moderne Sofas. Dazu dann moderne Hocker. Und ja, total cool die TV-Bänke. Also wirklich toll. Die sind fertig eingerichtet. Die sind komplett fertig und sehen einfach nur klasse aus. Wir werden dann wahrscheinlich unser Wohnzimmer nochmal ein bisschen umräumen. Denn ein moderner Fernseher da stehen, das wäre schon absolut cool. So, Markt. Markt hat sich ein bisschen was getan. Es gibt jetzt hier einen Korb mit Baguettes, einen Einkaufswagen und eine Kasse. Das ist richtig cool. So eine richtige Supermarktkasse. Das heißt, wir können nochmal einen Supermarkt bauen. Ja, was nehmen wir hier von irgendwas mit? Ich wollte hier eigentlich was für die Pferde mitnehmen. Ich finde die Dings ganz gut. Die Truhen. Ja, was nehmen wir denn mit? Ist natürlich alles nicht wirklich toll, denke ich. Korn. Mais ist das. Nee, Mais nicht. Ich denke, wir nehmen hier die Karotten-Dinger. Die gefallen mir einfach vom Design her ganz gut. Wie viele Boxen hatten wir jetzt? 4 plus Mutter-Kind. Genau. Dann nehmen wir das jetzt mal mit. 5 waren das dann. Genau. So. Und weiter. So, Büro. Büro gibt es einige neue Stühle. Es gibt ein Telefon, es gibt eine Pinnwand, neue Schreibtische. Also, ja, hat sich auch ein bisschen was getan. Das weiß ich nicht, das habe ich nicht im Blick. Hier gibt es jetzt noch einen Pult dazu. Dann haben wir bei Wissenschaft haben wir einen Rollstuhl dazu bekommen und ein Krankenhausbett. Also,
Und ein Chemieset. Ich glaube, das hatten wir auch noch nicht. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Also ziemlich cool, auf jeden Fall. Die Schilder sind so geblieben. Sport hat sich auch nur getan, dass hier das Billiard Rack ist dazugekommen, wo eben dann der Kö und die Kugeln drin sind. Nichts getan, da hat sich auch nichts getan. Es ist alles ein bisschen umsortiert, kann das sein? Das irritiert mich so ein bisschen. So, Technologie, das finde ich persönlich sehr, sehr cool, was da so dazugekommen ist. Einige neue Rechner, das ist alles alt, aber hier eine Videokamera, eine moderne. Ein Wäschetrockner, eine Waschmaschine, ein kleinen Fernseher und einen mittleren und einen großen Fernseher. Und eine Polaroid-Kamera. Also ziemlich cool, ihr seht, es ist wirklich einiges dazu gekommen und ja, das macht mich einfach nur glücklich. So, da ist auch nichts Neues, Garten ist auch so gar nichts Neues dazu gekommen, aber es ist tatsächlich alles umsortiert. Da muss jetzt ja auch was Neues sein. Moment, wir gucken das ganz langsam durch, ob ich da nicht irgendwas übersehen habe, aber ich war der Meinung, nee, da ist nichts Neues. Es ist schon sehr merkwürdig. Ach, okay. Ja, natürlich. Natürlich ist das anders. Ich bin ja auch, manchmal stehe ich ja ein bisschen auf dem Schlauch. Ich gucke ja natürlich die ganze Zeit im Kreativmenü und das ist ein bisschen anders angeordnet. So, hier waren wir schon. Gut, also da haben wir alles durch. Wir haben unsere Sachen für die Pferde dabei. Was wollten wir jetzt noch mitnehmen? Jetzt habe ich es vergessen. Das, genau, die Tore können wir noch mitnehmen. Haben wir hier noch genug Zauntore? Oh, was ist denn jetzt was? Ist das Fichte? Ja. Da ist nur noch eins. Gib her. Ach, Manu. Fichte. Da. So, machen wir mal ein paar Tore. Tore waren so. Genau. Okay. Haben wir. Ich überlege gerade wirklich, was wir machen sollen. Wir haben bei den Pferden relativ viele Pferde ja drin, ne? Ach, wir bringen das erstmal weg hier. Wir haben ja wirklich viele, viele Pferde. Und die alle jetzt zu katalogisieren, fände ich ein bisschen blöd, das alles auf einmal zu machen. Vielleicht suchen wir uns einfach zwei, drei aus, die hierher kommen. Wir können die ja dann auch nachzüchten. Dann haben wir wenigstens eigene Tiere hier auch auf der Weide und zum Verleihen. Hier ist es sehr dunkel, ne? Huch, huch. Also Licht muss hier auf jeden Fall noch hin. Das machen wir noch. So, das... Ach, Manu, hallo? Ah, Getreide, genau. Deswegen waren wir unterwegs, ne? Ach, ich bin aber auch manchmal vergesslich. Das ist aber auch echt schlimm mit mir. So, ah, total cool. So finde ich das cool. Das gefällt mir. So, da müssen wir gleich auch noch mal rein. So. Und das da. Das stellen wir da auch noch mal. So. Habe ich, nee, eins über habe ich gar nicht, genau, hier hinten in der Box. Da müssten wir eigentlich ja auch noch die Futterdings bauen, ne? Das würde ich dann irgendwo hier so in die Ecke machen. Und hier dann auch den Durchgang nach draußen. In etwa so. Ja, genau. Und hier machen wir dann die Futterecke hin. Finde ich das ganz okay. Gut. Mensch, der Part ist schon wieder zu Ende. Das ist doch echt... echt zu schnell. Wir gehen jetzt trotzdem noch schnell zum Getreide und gucken mal, wie viel wir zusammenkriegen. Und dann machen wir das noch fertig. Und im nächsten Part
kümmern wir uns dann erstmal ums neue Tier des Monats. Denn morgen gibt es dann das neue Tier. Morgen ist ja der 1. Juni. Und dann gibt es das neue Tier des Monats Juni. Mal schauen. Also die Fledermaus kommt dann weg. Da haben wir ja sowieso schon alles fertig gehabt. Und dann gibt es was Neues. So. Getreide hat mein Konto gesagt, gibt es nicht mehr. Hat er recht gehabt, ist total leer. Na gut, dann laufen wir hier doch einmal durch. Und schauen wir. Aber es wächst schön, ne? Also wir sind dann doch tatsächlich da oben relativ nah dran, dass es eben gut wächst. So. Ich glaube, die Getreidesamen, die können wir dann auch gleich in Müll schmeißen. Die brauchen wir gar nicht nehmen. Ah, man könnte vielleicht mal ausprobieren. Das versuche ich nachher mal gleich. Ob man eventuell die Mülltonnen benutzen kann. Das wäre schon schön. Wobei die Deko-Craft-Mod ja eigentlich eher mehr Deko ist und nicht funktional. Was ja eigentlich auch völlig in Ordnung ist. Muss ja nicht funktionieren, das muss ja nur gut aussehen. So. Schauen, wie viele Ballen wir zusammenbekommen. Wir hatten doch hier auch eine Werkbank stehen. Ja, genau. So, na, es sind doch ein paar geworden. Aber die reichen noch nicht. So, die reichen definitiv noch nicht. Da müssen wir nochmal ein, zwei Bahnen dranhängen. Ne? So. Wie viele Boxen haben wir denn noch zum Auslegen? Das sind, glaube ich, nur zwei, ne? Das ist gar nicht mehr so viel. Und die Unterstände draußen, die würde ich jetzt nicht unbedingt mit Stroh auslegen. So, das sollte reichen. Gut, die Dinger hier gleich wieder weg. Erst gar nicht alles zumüllen hier. So. Und dann schauen wir mal. So, das sollte reichen. Gehe ich mal von aus. Wir gehen mal gucken. Das machen wir jetzt noch fertig. Und dann können wir uns, wie gesagt, im nächsten Part erstmal natürlich um das Tier des Monats kümmern und dann um die Pferde, dass wir vielleicht schon mal ein, zwei Pferde holen und ja, die einfach dann auch schon mal vermehren, ne? Dass da ein paar Pferde hinkommen auch. Denn 20 Stück hatten wir, glaube ich, vor, hier zu haben. Das ist dann natürlich schon eine Menge und ich glaube, so viele haben wir dann auch nicht drüben stehen. So viele sind es dann doch nicht. So, da haben wir fertig. Hier auch. Ach, das war nur noch eine. So viel war das gar nicht. Dann hätte es ja doch gereicht. Na, super. So. Sehr schön. Aber hier fehlt noch ein Tor. Das habe ich aber schon da. Ist alles soweit da. Okay. Und hier auch. Alles fertig. Und hier fertig. Und hier müssen wir dann noch die Futterdings machen. Da brauchen wir aber noch Kobbel und so. Das machen wir dann einfach im nächsten Part. Dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns im nächsten Part. Also bis denn. Ciao, ciao.